So, das ist ganz einfach. Und zwar wollen wir Bezug nehmen hier zu diesem Update von heute, wo der Redo reingestellt hat. Es ist also immer wieder dasselbe Spiel. Sobald du ein Video siehst, glitscht, wenn du unbewusst bist, wenn du ein kleiner Geist bist, rutschst du immer wieder weg. Warte mal, ich tu mal das kurz hinstellen, dass wir das nochmal kurz durchgehen. Es geht um dieses Update vom 22.12. Und zwar wird es richtig schön erklärt, wenn du im jetzt folgenden Video das ganze materialistisch geprägte Erklärungsgeschwätz weglässt, wirst du Geistesfunken von IQBs göttlicher Wirklichkeit viel mehr von unserem bewusst geistigen Inneren sehen, ohne ausgedachten Augen verstehen. Wenn man sich das Video anschaut, ist natürlich immer wieder dieses geistige Sehen. Das ist immer ein inneres Auge. Du siehst es prinzipiell immer mit deinem inneren Auge. Egal, was du siehst. Ich kann nicht oft genug sagen, Beröschit, inmitten dieses Kopfes wird was angeordnet, du bist ein träumender Geist. Und es ist dermaßen hartnäckig, das Ego, das permanent von einem Universum da außen ausgeht, immer dran denken, Uni ist das eine, verbunden sein, der Gott, wenn wir es rot hebraisieren, und das in eins gekehrte. Das heißt, es sind diese Gedankenwellen, die auftauchen, wieder verschwinden und auftauchen, und wieder verschwinden. Und du wirst dazu sehr genau und präzise immer hinhören, wenn jemand von Existieren spricht, es ist immer wieder dasselbe. Da haben dann die Menschen, die sich derjenige ausdenken, die haben dann ein Bewusstsein. Du Geist bist das Bewusstsein für alles, was du dir ausdenkst. Es wird dir bewusst. Einen Gedanken kann nichts bewusst werden. Das ist jetzt wieder so ein Satz, wenn du den verstanden hast, hast du alles verstanden. Ja. Du bist das Bewusstsein der Steine, der Alben, der Autos, egal was du anschaust. Das Bewusstsein ist der, der schaut. Und alles, was angeschaut, alles, was ausgedacht wird, ist praktisch das Gegenteil, Unbewusstsein. Wir können ja das UN jetzt als eine aufgespannte Existenz von Bewusstsein lesen, die zwangsläufig so sein muss, wie sie gedacht wird und so, wie sie interpretiert wird. Du schaust immer deine ständig wechselnden Informationen an. Der Geist, der träumt, um das jetzt bewusst symbolisch uns so als träumenden Geist zu definieren, das ist der Einzige, der den Traum erlebt. Der im Traum was sieht, die Figuren, die in einem Traum in Erscheinung treten, die sehen nichts. Das musst du sogar mit materialistischer Logik akzeptieren, so wie du dir jetzt einen träumenden Geist mit deiner jetzigen Logik vorstellst. Weil das ja nur Illusionen in dem Kopf dessen sind, der träumt. Mögen die noch so real erscheinen. Und jetzt ist immer wieder das Anstreben von Einseitigkeit, zu glauben, dass was nicht stimmt, einen Haufen Geld damit verdienen. Jetzt, wenn du danach gehst, wenn du nachschaust, wie viel Geld die für die Lehrlinge verlangen. Übrigens ist jetzt kein Widerspruch, wenn ich sage, wenn du deine Rolle spitzt, dass du für gewisse Tätigkeiten Geld verlangst. Darum geht's gar nicht. Ich sage immer wieder, spiele deine Rolle und mach das, was du magst. Aber der, der das macht in deinem Traum, ist Unbewusstsein. Der wird es auch nie verstehen, was er macht, und den kannst du auch nichts erklären. Da kann ich immer wieder bloß sagen, versuch bitte nicht einen Gedanken, den du dir ausdenkst, zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Dasselbe gilt auch für all deine real gemachten Informationen. Es ist kein Unterschied, ob du jetzt an jemanden denkst oder ob der sinnlich wahrgenommen in deinem Gesichtsfeld in Erscheinung tritt, in deiner VR-Brille. Diese zwei Flachbilder. Es ist wichtig, Holofilling ist immer ein Gespräch von Geist zu Geist, das heißt vom roten JCH zu dem roten Ich. Wenn man diese vier Ichs einmal verstanden hat aus Holofilling. Und dann fügt sich das alles ineinander. Und irgendwas als Mensch erreichen wollen, das ist Schattenboxen. Gesund sein wollen, reich sein wollen, glücklich sein wollen. Es ist immer die blaue Ebene, und die blaue Ebene ist jedes einseitige Ziel Unvollkommenheit. Du musst dir dasselbe Genau, immer und immer ja. wieder wiederholen. Genau, ja, Auch den auf Satz an was jeden denkst du, wenn du an dich selbst denkst, das bist nicht du, das, was jetzt in dir in Erscheinung tritt, was sogar sinnlich wahrgenommen, ich sage mal, körperlich gefühlt werden kann, mein Körper. Der Besitzer ist was anderes, wie was er besitzt. Der Denker ist was anderes, wie was er denkt.
Der Geist, der seine Informationen anschaut und in sich selber, aus sich selber, creatio ex nihilo, aus diesem Nichts, das er selbst ist, herausholt, ist nicht diese Information, das mehr ist was anderes wie die Wellen auf seiner Oberfläche. Und jetzt kommt wieder der Satz, den ich die letzten Selbstgespräche gesagt habe, was keine Drohung ist. Das ist ein liebevoller Hinweis. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du das nicht akzeptierst. Du bist jetzt nicht dieser Trockennasenaffe, der jetzt vorm Computer sitzt, sondern der, der sich jetzt das alles ausdenkt. Nicht nur sich selber als Trockennasenaffe vom Computer, auch nicht nur den Computer oder die zwei Pickelmännchen auf dem Bildschirm, sondern du kannst jetzt über die Computerbildschirm drüber schauen, wenn du die Augen aufmachst. Und dann siehst du einen Hintergrund. Dann siehst du einen Hintergrund, das ist so interessant. Das ist jetzt übrigens Splitscreen. Das jetzt sehr wichtig ist, wer du zu sein glaubst. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, ich habe dir die Augen gerade nicht zugehabt, vorausgesetzt, du glaubst jetzt nicht gerade, dass du die Ariane bist. Ja. 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 Wenn du die Ariane bist, fühlst du dich ertappt. Wenn du das zu sein glaubst, fühlst du dich ertappt. Das ist einfach nur schauen, was passiert, wie man reagiert, wie das auf und ab ist. Und dann kommt natürlich dieses Spiel, immer wieder Menschen glücklich zu machen wollen, die man sich ausdenkt. Du kannst einen Menschen, den du dir ausdenkst, nicht glücklich machen, weil der nicht unglücklich ist. Es würde jetzt erst einmal voraussetzen, dass der unglücklich ist. Jetzt ist die große Frage, kann ein Gedanke, den du dir denkst, unglücklich sein? Er wird so sein, wie du glaubst, dass er ist. Also du denkst dir jetzt den Mann aus und du denkst dir, dass der unglücklich ist und du willst jetzt, dass er glücklich ist. Dadurch haltst du das Prinzip nicht. Du handelst von einem Bein auf den anderen. Das ist der hingende Satan. Ja, Einseitigkeit. All diese Erklärungsmodelle der Welt, es ist ganz, ganz wichtig, egal an was du denkst, egal was du mit materialistischer Logik besser machen willst, was Politiker, die wir uns ausdenken, sind per se schon einseitig programmiert, weil sonst wären sie keine Politiker. Es ist ein ständiger Kampf, Parteien ist ein ständiger Kampf um einen Standpunkt. Das heilige Ganze interessiert überhaupt keiner. Das heißt, keiner interessiert sich für den, der sich das alles ausdenkt, Fulgo für sich selbst. Keiner interessiert sich für sich selbst, die interessieren sich nur für ihr Ego. Das Ziel ist, die Wahrheiten des eigenen Schwamminhalts als allgemeingültige, einzige Wahrheit zu intronisieren, obwohl sich keiner seinen Schwamminhalt raussuchen kann. Und ich nenne das ja immer Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und da kann ich die einfachsten Beispiele immer wieder wiederholen. Und du kannst dich nur beobachten, wie du immer wieder wegglitschst, solange du noch ein sehr kleiner, unreifer Geist bist. Das nenne ich dann geistige Hosenscheißer. Drum liegst du auch in deiner eigenen Scheiße, in deinem eigenen Shit, in Beroshit, in deinem Kopf. Dir muss eins klar sein, jede Verbesserung, die irgendein Politiker oder irgendein normaler Mensch, der noch raumzeitlich, chronologisch, logisch denkt, in seiner Welt herbeiführen wollen, ist einseitig und würde das ganze System zerstören, zumindest immer wieder umkippen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir wollen, dass nur Frieden ist, das ist wie wenn ich sage, ich will nur, dass nur Sonnenschein ist. Das habe ich so oft gesagt. Da wird alles kaputt gehen. Was würde passieren, wenn ab morgen kein Trockennasenaffe mehr krank wird? Ab morgen wird keiner mehr krank. Innerhalb von 4 Wochen jetzt bewusst chronologisch gedacht, würde dein ganzes materialistisches System zusammenbrechen. Es würde Millionen von Arbeitslosen geben. Die Krankenhäuser wären leer, die Pharmaindustrie wird zusammenbrechen, die Apotheken. Da hängt ja eins an anderen dran. Ein Segen für die Menschheit, wenn keiner mehr krank wird. Machen wir es noch schlimmer, ab morgen stirbt keiner mehr. Oder wir sagen, wir erhöhen nur die durchschnittliche Lebenserwartung um 30, 40 Jahre. Ich habe schon darauf hingewiesen, wo jetzt schon ein Riesenproblem ist mit Rente und mit Altenpflege. Es würde alles kollabieren in kürzester Zeit. Diese Verbesserungen sind keine Verbesserungen, es sind Verschlimmbesserungen. Ich kann nicht oft genug sagen, es gibt keine Lösung. Die Lösung besteht darin, dass du erkennst, dass das eine Illusion ist von dir selbst, deine Realität auch, das Ausgedachte. Und wenn du den Führerschein, wenn du diese Fehler wirklich erkannt hast, dieses ganze raumzeitliche Geschwätz der Physiker, das ist ja hier dann das Nächste, wo kommt. Das ist jetzt hier Sehen ohne Augen. Da ist natürlich ganz interessant, wenn ich jetzt die Augen weiß, dass das erst einmal die polaren Ecken sind. Dieses eine Eck, da kommt dann Holofeeling-Physik. Dann
zeige ich hier wiederum, das muss man nicht wissen, dass jetzt die schönen Bilder, wo hier kommen mit dem limbischen System, das sind ja alles nur symbolische Bilder. Es sind Märchengeschichten. Also das sind alles letztendlich Märchengeschichten. Wenn ich immer wieder betone, Märchen sind nicht irgendwie was Unrichtigeres, sondern das Wertvollste, was du hast, egal was du dir ausdenkst jetzt, was du vom Hörensagen kennst, ob jetzt das Grimmsche Märchen sind oder was du Zeitgeschichte nennst. Hitler zum Beispiel ist eine Märchengeschichte, eine extrem lehrreiche Märchengeschichte. Es ist also die Boshaftigkeit der Menschen ist unheimlich, wenn du da mal eine Antenne dafür bekommst. Dass ich immer wieder, mir fällt jetzt gerade das alte Beispiel ein, wir denken uns zuerst an Wellenberg aus, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, da sagen wir, der Wellenberg symbolisiert ein Land, das in einem nationalen Wahn lebt und sagt, uns geht schlecht und schuld daran sind irgendwelche Fremde, die nennen wir ganz einfach mal Juden. Und das sind Nationalisten und die meinen, wenn sie jetzt die Juden rausschmeißen aus ihrem Land, dann geht's dem Land besser. Das ist der Wellenberg. Und jetzt folgt natürlich chronologisch, trügerisch gedacht, zwangsläufig nach dem Gesetz, Plus und Minus gehören untrennbar zusammen, kommt jetzt eine neue Zeit, es ist eine Scheindemokratie, wo im selben Fanatismus aufgrund ihrer angeblichen Vergangenheit Scheindemokraten schreien, wir müssen die Nazis raushauen, dass uns besser geht. Da ist kein Unterschied. Es ist ganz, ganz interessant, dass sich das nur spiegelt. Dass jetzt diesen, wir nennen es mal den linken Kräften, gar nicht bewusst ist, dass die mit demselben Fanatismus alles, was nur ansatzweise rechts ist, national ist, bekämpfen. Das war die Sache, man ist nicht mehr in der Lage, die reine Aussage, die einer tätigt, zu beurteilen. Das war hier in den letzten Update, wo ich gebracht habe, gewisse Reden von AfDlern. Würden dieselben Sätze irgendein Linker oder einer deiner Partei, der du anhängst, sprechen, dann wären das super Sätze. Es wird komplett ignoriert, bloß weil es ein AfDler sagt. Es ändert nichts an dem, was gesprochen wird. Aber für den, der zuhört, der eine Filtermaske aufhat, ändert es sehr, sehr viel. Wenn das eine Autorität oder ein Bruder spricht, wird es ganz anders interpretiert, wie wenn dieselben Worte von irgendeinem Feindbild gesprochen werden. Selbstverblöderung, Selbstverblindsein. Die merken gar nicht, dass zur Zeit jetzt bewusst in dieser ausgedachten Welt komplett dasselbe Spiel abläuft wie in dieser nachkriegsdeutschen Programmierung, was da angeblich in der Vergangenheit war. Ich kann nicht oft genug sagen, in der Vergangenheit war überhaupt nichts, zumindest ist die Vergangenheit nur die Vergangenheit für dich, die du dir selber ausdenkst, wenn du sie denkst. Das ist der Sprung in ein vollkommen neues Weltbild, das übrigens nur auf Fakten aufbaut, auf hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen. Und die angeblichen historischen Fakten, da fange ich nicht nochmal an, das sind einfach nur dogmatische Hirngespinste, die jeder Idiot, der dem materialistischen, chronologischen Denken anhängt, nicht durchschaut, weil es sich in einem Fort selber narrt. Es ist mit all den wissenschaftlichen Sachen. Wenn wir uns jetzt ganz kurz einmal hier das nochmal anschauen, ich habe gerade angefangen, ich erkläre dir dazu, du selbst bist immer Lim, das ist das Licht des Meeres, das ist der Geist und deine Traumwelt ist Bisch, das kannst du anklicken, dann kriegst du hier die Erklärungen dafür, die Links. Das ist übrigens für eine, die neu machen, wenn du das mit Handy anschaust oder mit einem Tablet anschaust, dann sind weder die Zeichen noch viele Sachen nicht dargestellt, weil das Android nicht kann. Man muss sich dann schon die Mühe machen, dass man hier auf einen Computer geht mit Windows und die entsprechenden Zeichensätze installiert, die hier auf der Seite angegeben sind, wenn du das anschaust. Dann kriegst du dieses Bild. Okay, dann haben wir das lateinische Wort Limbus. Das ist der Streifen. Da können wir jetzt natürlich diese Abtrünnigen im Spiegel sind Fennis Pensi nur Aspekte, wenn man das jetzt auch wieder eingibt als 60-9 und so weiter und so weiter. Das hätte man jetzt natürlich alles markieren können, aber das ist ja tausende Male, wenn man Holofeeling macht, ist das drin. Oder blau gelesen, das wieder ein widerlegter Trümmerhaufen ist nur ein Aspekt. Womit etwas eingefasst, et ist ein Augenblick. Das ist hier der Augenblick. Ein Augenblick ist da eingefasst. Oder um einfach reinschauen oder umgeben wird. Etwas ist immer ein Streifen. Dann ist das nächste, ein Limbus ist auch ein Zaum am Gewebe. Dann ist es eine Binde, immer mal aufgefächert.
und dann ein Gürtel. Das ist wichtig, wenn du komplexer denken kannst, dass du feststellst, dass deine Welt auf Worten aufbaut. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Und dass das ein Matrix-Code ist, dort diese Zeichen jetzt auch noch Zahlen, also Ziffern sind, quantitative Werte sind. Dieses Prinzip funktioniert absolut exakt genauso wie ein Computerprogramm. Bloß natürlich göttlich perfekter und komplexer. Wenn wir jetzt das Sehen ohne Augen hier machen, macht es einmal ein wenig größer, das sind genauso symbolische Bilder. Ich kann nicht oft genug sagen, was du in naturwissenschaftlichen Büchern findest, ob das die Bilder sind oder die Erklärungsmodelle hier. Wir können jetzt wieder jedes einzelne Wort, die Zirbeldrüse, das ist, weil ich gehe überall drauf ein, der Thalamus, das Schlafzimmer, auch das Hochzeitsgemach, dieser Thalamus steuert übrigens dann die Retina der Augen, die Zäpfchen. Das sind dann die zwei Augen, symbolisieren praktisch die Cyberspace, die VR-Brille, die du aufhast, die unmittelbar vor dir, jetzt natürlich schon ausgedachterweise, ein illusionäres Außen erzeugt. Das muss komplett neu umgesetzt werden. Weil es mir mit einem vollkommen neuen Programm und Betriebssystem zu tun haben, um eine neue Welt aufzubauen. Ja. Wenn ich das einmal verstanden habe, merkst du, das ist nur raumzeitliches Geschwätz, was die Frau bringt. Warte mal einen kleinen Moment. Wenn man jetzt das Video laufen lässt, ist am Anfang natürlich, das klingt im ersten Moment wie ein Wunder. Wenn einer schlecht sieht, mit Krankheiten. Und ich kann nur sagen, wenn du das glaubst, es wird funktionieren. Es ist, wie ich immer vielfach schon gesagt habe, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber du strebst wieder bloß ein einseitiges Ziel an. Und was wesentlich wäre, was wichtig wäre für dich, dass du irgendwann einmal dieses trügerische raumzeitlich materielle Wissen verlässt, das würde dich in die Heiligkeit führen und nicht, wenn du nur irgendeine einseitige Form von Gesundheit anstrebst. Wir hören doch mal ein kleines bisschen rein. Sehen ohne Augen. Ja. Die Frage ist, habe ich mir gestellt, wo ist die Quelle, wo kommt dieser Strahl her? Und das alte ägyptische Wissen weist uns da ein bisschen hin. Hier. Das ist jetzt schon wieder so eine Sache, wo kommt dieser Lichtstrahl her, der innere Strahl, der Sehstrahl, wie sie das nennt. Eine innere Quelle, das bist du selbst, der Geist, der mir jetzt zuhört, der immer ist. Aber jetzt greift sie schon wieder auf altes ägyptisches Wissen zurück. Das habe ich aus das Buch heraus. Das ist das Trügerische. Da kann ich tausendmal sagen, wenn du Schneewittchenbuch lesen musst, kommst du nicht auf die Idee, dass die irgendwann einmal da außen rumgelaufen ist mit ihren sieben Zwerge. Sobald es aber ägyptisches Wissen ist, dann ist es in der Vergangenheit gewesen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich habe heute Morgen nochmal reingestellt, das alte Update, was ist Realität? Ich rate dir, setz dich hin, wenn du es nicht schon zehnmal gemacht hast und lese es Wort für Wort und Satz für Satz, das komplette Update, wo ich dann die Illusion und die Halluzination nochmal erkläre. Darüber gibt's nichts zum Diskutieren. Es ist die absolut perfekte de facto Beschreibung von dem, was Augenblick für Augenblick in deinem Bewusstsein, in deinem darstellenden Bewusstsein, nenne ich das, abläuft. Hier ist das Auge des Horus und wenn man das ein bisschen symbolisiert, dann ist es genau das. Das limbische System im Zentrum, der Thalamus und rundherum 5 bzw. 7 Gehirnkammern, die wie ein Parabolspiegel auf diesen Thalamus wirken. Das ist alles, was sie jetzt beschreibt, wenn du das Holofeeling-Prinzip verstanden hast, mit dem Tetraederspiegel. Du wirst feststellen, es wird arithmetisch präzise dieser geometrische Aufbau. Das sind nur symbolische Bilder. Darum ist es ja so trügerisch. Weil man immer in der Welt der Vorstellungen lebt. Ja. Aber dir muss eins klar sein, es hat noch nie irgendein Mensch sein eigenes Gehirn gesehen. Du kannst ein Gehirn sehen, das ist ein Stück Materie, da kann ich einen Schwamm hinlegen auf den Tisch, da kann ich sagen, das ist ein menschliches Gehirn. Aber das sind doch alles nur Informationen. Informationen heißt, es sind Gedankenwellen, die in dir auftauchen, vergängliche Erscheinungen, die nur dann da sind, wenn du sie denkst oder wenn du sie anschaust. Das ist das Faktum. Und zu vergänglichen Erscheinungen gehört ein Immerseiendes nach dem Prinzip Wellenberg und Wellendahl. Das nicht vergänglich ist, das natürlich jetzt, sobald wir uns ein Immerseiendes ausdenken, das auch vergänglich ist, das habe ich so oft erklärt. Das sind eben diese Schichten, die man verstehen muss,
Doppelschritt. Und wenn wir jetzt weiter runtergehen, das ist jetzt einmal hier, das muss dich natürlich interessieren und ich sage dann immer wieder, wenn du die Reife nicht hast, hast du ganz andere Probleme, konzentriere dich erst einmal drauf, was jetzt die Wirklichkeit ist. Das ist mein altes Beispiel dazu, ist schlichtweg und einfach, wenn ich jetzt irgendeinen älteren oder jungen Menschen habe und ich drücke dem einen Computer, ich stelle dem einen Computer auf den Tisch, dann werde ich dem zuerst einmal beibringen, dass er das Ding einschalten kann, dass er damit was lesen kann, ins Internet kann und einen Brief schreiben kann. Ja. Alles andere ist überhaupt nicht, was man mit der Maschine sonst noch machen kann, ist sekundär. Geschweige denn, wie die Programme funktionieren und die Elektronik, wo drin ist. Das lasse ich immer parallel laufen. Das, wenn ich Wörter auffächer, ist nur so ein kleiner Hauch, den ich mitlaufen lasse, was da im Hintergrund abläuft. Mhm. Auf der Programmebene selber. Ja. Und das musst du jetzt selber entscheiden. Du wirst, ich sag zu so vielen Menschen, das muss dich nicht interessieren, solange du noch Feindbilder hast, solange du vor irgendwas Angst hast, was du dir ausdenkst. Und da nützt nichts, wenn ich sag, sorge dich nicht um morgen. Morgen ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Du weißt, ich sag immer, morgen um 10 Uhr gibt's kein Freibier. Insider verstehen diesen Witz. Jetzt kommt hier, das limbische System ist in Wirklichkeit keine Funktionseinheit des von dir ausgedachten Gehirns. Das ist übrigens die Definition hier dann in Wikipedia, die der Verarbeitung von Emotionen und der Entstehung von Triebverhalten dient, sondern die symbolische Beschreibung der Funktion von Ihubis geistiger Schöpfermatrix. Dass jedes einzelne Wort, du brauchst Deutsch, Ivri, die Vordersprache, sonst kannst du den göttlichen Programmcode für eine vollkommen real erscheinende Traumwelt nicht lesen. Jetzt merke, du bist kein, da habe ich jetzt geschrieben, wie nicht existierend. Wir können natürlich den Kein auch blau machen und da einen Elef reinsetzen. Dann ist es der, der sein eigenes höheres Selbst, den Abel, erschlagen hat. Das habe ich jetzt aber absichtlich rot. Du bist kein ausgedachtes Boltzmann-Gehirn. Jetzt kommt dann wieder eine wissenschaftliche Abhandlung von einem jungen Menschen, dass sie sich nimmt extra immer solche einfachen Abhandlungen, wo hier wieder die Naturwissenschaft ist, ein Wischiwaschi von sehr tiefgehender Symbolik und dann wieder viel zerdachten Geschwätz. Das Boltzmann-Gehirn ist eine unglaublich irrsinnige Theorie. Sie beschreibt, wie unsere gesamte Welt, alles um uns herum, lediglich der Gedanke eines zufällig entstandenen Gehirns sein könnte. Lediglich der Gedanke eines zufällig entstandenen Gehirns sein könnte. Um zu verstehen, wie so etwas möglich ist, müssen wir uns zunächst das Phänomen der Quantenfluktuation anschauen. Da beginnt also schon das große Problem, die Quantenfluktuation. Wenn man die Formeln anschaut, muss man zuerst einmal ein Vakuum erschaffen, das eigentlich gar nicht gibt, weil es gibt keinen dreidimensionalen Raum. Immer auf unsere virtuelle Welt mit der Verabredung denken. Das heißt also, das, was Physiker jetzt machen, dass sie aus irgendeinem Gefäß sämtliche Atome raussaugen und dann meinen, innerhalb dieses Gefäßes ist nichts mehr drin, kein Atom mehr drin. Es ist aber zumindest noch die Atome des Gefäßes drumherum. Das heißt, es ist nicht leer. Und jetzt kommt das Schöne, die Quantenfluktuation heißt, dass in diesem Nichts, das du letztendlich selbst bist, das ist die Creatio ex nihilo. Immer aus dem Nichts ein Teilchen und ein Antiteilchen gleichzeitig entstehen, das ist eine Gedankenwelle. Das ist der Wellenberg und der Wellendal. Und dann wieder sich gegenseitig auslösen, wieder zusammenfallen, bis die nächsten Teilchen entstehen, wieder die nächste Welle entsteht. Das ist jetzt mal eine ganz einfache Beschreibung. Das ist wirklich eine kindergerechte Beschreibung von dem, was in dir abläuft, in dem der immer ist. Und wenn man sagt, dieses Immerseinde ist die absolute Energie, die weder vernichtet noch vermehrt werden kann. Und ausgedachte Energie ist schon wieder eine Information. Das ist, solange du das nicht verstehst, was du dich nach. So simpel und so einfach ist es. Und wenn wir das jetzt mal ganz kurz weiterlaufen lassen, ich mache das auch im Vakuum sporadisch. Ist immer Energie vorhanden. Der leere Raum ist nicht vollkommen leer. Es gibt keinen leeren Raum. Raum ist ein Traum. Deine ganze Welt besteht nur aus deinen Informationen und ich weise nochmal drauf hin. Selbst der Materialismus. Dein momentaner Glaube, dein momentanes für Wahrheit, schreibt dir absolut vor, dass alles, was du überhaupt zu sehen, zu erleben, zu spüren bekommst, in deinem
von dir jetzt ausgedachten, unbewusst ausgedachten Hirn eine Information sein muss, sonst siehst du es nicht, sonst spürst du es nicht. Es muss in dir drin sein, selbst wenn du materialistisch denkst. Der Glaube, dass da auch unabhängig davon, was außen ist oder von außen, was in dich reinkommt, dieses Materialismus, das ist extrem trügerisch. Darum sage ich immer wieder, du setzt dich jetzt einmal bewusst als ein träumender Geist und da wird dir klar sein, dass alles, was der träumende Geist in seinem Kopf, Berosche zu sehen bekopft ist, kommt immer aus ihm. Und es ist immer nur das da, was er hier und jetzt sieht. Und das entspricht der Wirklichkeit, der wirklichen Wirklichkeit. Es wird nicht besser, wenn wir es nochmal tausendmal wiederholen. Du kannst es tausendmal wiederholen, hör dir einfach die ganzen Selbstgespräche an, bis zum Erbrechen. Und dann wirst du feststellen, wenn du das jetzt in deiner noch chronologisch, unbewussten chronologischen Denkart und Weise das 20 Jahre lang machst, dann wirst du plötzlich, wenn dir die Schuppen von den Augen fallen, dann wirst du sagen, ich bin ja voll neben mir gestanden. Was du jetzt übrigens wieder tust, wenn du glaubst, du bist der Idiot, der jetzt vom Computer sitzt. Dann stehst du schon wieder neben dir. Neben dem, der du in Wirklichkeit bist, weil du dich ja schon wieder ausdenkst. Ja. Übrigens, Idiota lateinisch heißt nur ein ganz einfacher Mensch. Ein Medim. Ein Toter. Ein lebendiger Toter. Das Leben erlebst du Geist und nicht der, der du zu sein glaubst. Nicht das Gehirn. Da kannst du dir dann Filme über künstliche Intelligenzen anschauen. Das ist alles materialistischer Schwachsinn, dass ich immer wieder sage, dass der, der es erlebt, ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Es erlebt weder ein Gehirn was oder dann diese schöne Abhandlung hier aus der Schweiz vom Redo, wo sie jetzt das Bewusstsein im Gehirn suchen. Die suchen immer das Bewusstsein im Gehirn. Wo ist das Bewusstsein im Gehirn? Ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Bewusstsein ist der, der sich ausdacht. Der sich dieser Informationen bewusst wird. Wir öffnen diese Informationen, weil der nämlich keine Person mehr ist. Ist unpersönlich. Vollkommener unpersönlicher Geist. Der sich selber in unendlich viele ausgedachte Köpfe hineinsetzen kann und dann sich selber automatisch reduziert und in Perspektiven von sich selbst geht. In individuelle Welten. Das ist in der Physik die Vielweltentheorie von Alfred Wieler. Und dann sind die ganzen Zeitreisen vom Tisch, wenn es heißt, jede Vergangenheit mündet in eine andere Gegenwart. Vergangenheit mündet nie in die Gegenwart, sondern sie entspringt aus der Gegenwart, weil wir hier und jetzt in der Gegenwart uns eine Vergangenheit ausdenken. Das heißt, jede Vergangenheit, die du dir ausdenkst, kommt genauso aus dir wie jede Zukunft, die du dir jetzt hochrechnest, aufgrund der Vergangenheit, an die du glaubst. Da kann ich nochmal sagen, solange du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier, das in der Vergangenheit geboren wurde, hast du aber permanent Angst, dass du in der Zukunft wieder dich auflöst. Was du niemals in der Zukunft tun kannst, weil was passiert, passiert immer hier und jetzt. Das, was du zu sein glaubst, löst sich schon in dem Moment auf, wenn du nicht dran denkst. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Wo ist dein Körper, wenn du nicht an ihn denkst? Und ich sage jetzt, dein Körper von einer höheren Bewusstseinsebene ist deine Traumwelt. Kann mich nur wieder selber zitieren, schau dir die Lilien auf dem Felde an, wie prächtig sie gekleidet sind. Meinst du, dass ich meine Kinder weniger prächtige kleide wie eine Pflanze? Und dann realisierst du dir jetzt einmal eine wunderschöne Landschaft. Und wenn du Holofeeling verstanden hast, dann weißt du, das bin jetzt ich. Da kann die Miss World nicht dagegen anstinken. Nee. Ich liege doch nicht mit dem Auge des Betrachters. Irgendein dreckiges Trockennasen auf Männchen würde es dann wieder anders sehen. Stimmt doch nicht. Programmabhängig. Schauen wir mal, da kommt es jetzt noch. Ja, und das war jetzt hier, das ist immer wieder die absolute Liebe ist das Einzige, was du Geistesfunken an ausgedachte andere verschenken kannst. Damit meine ich jetzt deine Mitmenschen in deinem Traum. Dass dein geistigen Besitz in keinster Weise vermindert.
Liebe, wirkliche Liebe ist das Einzige, was man verschenken kann, und es wird in dir immer mehr. Du wirst selber immer mehr, umso mehr du das beherrschst. Und das beherrschst du immer mehr, umso mehr du dir deine Unbewusstheit aufgrund dieser materialistischen Logik bewusst wirst und du immer wieder feststellst, wie du mit deinen eigenen kleinen Feindbildern konfrontiert wirst im Ego. Ich rede jetzt hier wirklich von Kleinigkeiten. Wie willst du die großen Brocken verarbeiten, wenn du die Kleinigkeiten, wenn du dich wirklich über Bibifax, über absolute Kleinigkeiten schon so dermaßen aufregen kannst, dass die dich voll aus dem Gleichgewicht bringen? Ich habe in einem der letzten Updates habe ich gesagt, dass das Gleichgewicht unheimlich wichtig ist und dass jegliche aufbrausende Emotion im Positiven wie im Negativen, das heißt, ob du dich maßlos ärgerst, erfordert, dass du die Mitte verlässt. Und es ist im selben Moment immer die andere Seite auch noch da. Und das gilt natürlich auch, wenn du dich extrem freust, verlässt du die Mitte genauso. Das heißt, du entheiligst dich mit der Freude genauso wie mit dem Ärger. Aber das lässt dich Lebendigkeit füllen. Und da ist jetzt auch immer, es war hier im Skype, war die Sache mit ich will und ich will nicht. Ich habe so oft gesagt, ich will und ich will nicht. Das sind die zwei Aspekte vom Wollen. Es ist vollkommen gleichgültig, ob du was willst oder nicht willst, du verlässt dabei die Mitte. Das heißt, die Heiligkeit, das eine Mal war das Gefühl des Begehrens in dir wach und das andere Mal der kompletten Ablehnung. Und beides sind Empfindungen von Unheiligkeit. Außer ich mache das spielerisch in einem Kino, wie ich so oft gesagt habe, ich freue mich schon, heute läuft ein super gruseliger Film. Dann freust du dich auf das Gruseln, du verlässt jetzt bewusst die Mitte. Du kannst dich auch in einen so einen wehmütigen Schmerz reinfallen lassen, den du dann durchaus auch körperlich wahrnimmst, der dir aber überhaupt nichts macht, weil du weißt, der wird dann nur durch Illusionen ausgelöst. Und wenn das installiert ist, wenn du das verstanden hast, das wird eine vollkommen neue Lebensqualität, obwohl du immer noch die Rolle des Brösels spielst, der du zurzeit zu sein glaubst. Das muss dir unbedingt nochmal wiederholt werden. Wir wollen es heute nicht so lang machen, darum mache ich jetzt dann Schluss. Hör dir einfach die anderen Selbstgespräche an.